Ein umgekehrter Prozess von einer Idee.
Idee, unsere Idee. Und die Arbeitsliste ist natürlich auch mit der Methode, hat auch mit der Methode von Überlebenstor in Mexiko, weil sie haben die Mittel mit, um irgendein Festival organisieren, sie haben finanzielle Mittel mit und darum passiert vieles eigentlich zuerst in der Fantasie. Aber es kann eben auch wahr werden. Und jetzt zu der Installation wie im Mayer Museum. Da interessiert er sich natürlich für die Kultfigur von Billy Edward Albert Mayer. Das ist ein sehr berühmter Ufologe, also der erste Schweizer Ufologe, der in den 60er Jahren schon UFO-Bilder gemacht hat. Und in den 70er Jahren mit ganz vielen über 1000 Bildern in der Zwischenzeit von UFOs und fliegende Objekte. Und wir haben die Ausstellung zusammen mit dem Willi Mayer und mit seiner Organisation FIGU, das ist Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien. Und wir haben da mit der FIGU, die da vertreten ist durch den Christian Frehle, der kein Mitglied von der Organisation ist, haben wir das dürfen zusammen. Wir dürfen das Archiv von Willi Mayer benutzen, um die Ausstellung zu machen. Und was der Subtitel von dieser Ausstellung ist, das ist ja Warnung, also es heisst Willi Mayer Museum und Warnung an alle Regierungen Europas. Was ist das? Also der Billy Mayer hat ja viele Prophezeiungen und Voraussagen geschrieben. Das sind jetzt da drinnen zum Beispiel 162. In der Zwischenzeit gibt es glaube ich noch ein paar mehr, aber das sind jetzt die, die da in dieser Ausstellung durch den Künstler Christian Franco interpretiert in seinen Collagen. Das sind 162 Collagen, die jetzt hier drinnen in den Büchern auf Deutsch sind, wenn man nachlesen will, die Nummern stimmen wie. Und das sind jetzt seine Interpretationen dazu mit den gleichen Nummern. Und zu dieser Warnung an alle Regierungen Europas, Christian, kannst du uns schnell sagen, das hat er ja im 58 geschrieben, der Billy Mayer. Was hat er mit dem wählen? Er hat mit den aufrütteln, die Regierungen von Europa, weil dann ist man eigentlich so weit gewesen, es war ja gerade noch im Zweiten Weltkrieg. Und die Idee war eigentlich, die Regierungen aufzurütteln, damit die Massnahmen ergreifen, damit es mit den Missständen kommt, die wir heute haben, mit der Überbevölkerung. Das riesige Bevölkerungswachstum von 100, jetzt ist es ja bei 100 Millionen pro Jahr, mit allen Folgen, wo sind dann auch die. Er hat dann das auch eigentlich vorausgesagt, die Ströme, die Flüchtlingsströme kommen, die Umweltzerstörung, dass man, wenn man dann radikale Schritte eingeleitet hätte, dann wäre der Planet jetzt an einem anderen Ort. Kannst du das kurz erklären von der Kontroverse, von diesem UFO, was er für eine Mission kurz gesagt hat? Ja, die Idee, der ist ja Willi Mayer in Bülach geboren, 1937 im Kanton Zürich, und er hat in fünf Jahren mit seinem Vater zusammen das erste grosse silberne Schiff gesehen, das ausgeflogen ist, hat dann nachher telepathisch kontaktiert worden, hat gemeint, der Spinni, er würde verrückt, und hat sich dann einem Pfarrer anvertraut, dort einem Pfarrer Zimmermann und so weiter und so fort. Und hat dann am Schluss mit Sidney hat er dann den Kontakt, ist aufgenommen für seinen Abend hin in der Wand. Der heisst Svab, ist dann schon 1000 Jahre alt gewesen. Und der mit dem zusammen hat er dann Informationen bekommen über die Zukunft von der Erde, was eigentlich sich entwickelt. Und seine Aufgabe war auch, er ist dann weiter die Welt durchgereist, auf Indien, auf Iran, also Persien und Irak. Dort hat er Aktivitäten gehabt. Und ist dann 1975 ist dann eigentlich die Mission losgegangen. Die hat zwei Zwecke gehabt. Das
Zuerst ist einmal die grösste UFO-Kontroverse ausgelöst, die sie je auf der Erde. Und das hat er gemacht, eigentlich, dass die posiert für die Außerirdischen mit dem Schiff. Und dann hat er es fotografieren. Er hat ja nur einen Arm. Dann hat er mit seiner einfachen Kamera eigentlich dort stehen und warten, bis sie hergekommen sind. Und dort hat sie dann ein Fotobuch auf dem Tisch. Und das sind, es gibt keinen Fall auf der Erde, der so reichhaltig ist und so viele gestochen, scharfe Bilder gemacht hat. Und das hat er eigentlich 5 Jahre lang hat er das gemacht, die Fotobeweise. Und nachher hat er aufgehört, weil nachher sind in den Computer gekommen, Photoshop, hat er nachher angefangen. Heutzutage kann man nichts mehr als wahr annehmen, was man von einer Foto sieht, kann man alles fälschen. Und das hat man dort nicht können. Und das war der erste gewesen. Und das zweite war eigentlich gewesen, die Lehre, also eine uralte Lehre, Geisteslehre, würde ich genannt, einfach da zu bringen, aufzuschreiben. Und darum hat er da die ganze, natürlich 50 Bücher hat er geschrieben. Da hat es jetzt auch lebenspraktische Sachen. Das Buch zum Beispiel für Leute, die eine Depression leiden, kann sein. Und das Hauptwerk ist eigentlich auch die Tischlinie, die ist wirklich die Wahrheit. Das sind Tausende von Jahren, also geht weit zurück, das sind so Lehren. Und das Zweck von dem oder der Inhalt ist die Realität. Weil, was wir vertreten, ist also, wir dürfen nicht glauben, ich meine es zuerst, dürfen aber nicht mehr glauben, wir sollen eigentlich grundsätzlich soll der Mensch nicht glauben, sondern den Beweis kann jeder Mensch nur sich reinmachen, indem er Passwort sammelt und so und wieder zusammenstellt und nachher daraus eigentlich in sich den Beweis herbringt. Und der Billy Mayfall ist schon längstens bewiesen, dass er recht ist. In den USA in den 80er Jahren, die Fotos sind bewiesen worden, sind nicht falsch. Die Regierung vom Raumschiffsprozess ist auch untersucht worden, das ist eine Metallregierung. Den Ziergeräusch, den wir jetzt immer über den hören können, das ist auch dann überdruckt. Da hat man dann zu sagen, seit Anfang 80er Jahren nicht können erstellen mit Synthesizer. Das ist aber nur, die Körper, wie es aussieht, das ist bewusst auch ein Stein gewesen, dass er Aufnahmen machen konnte, aber wir können nicht prüfen. Er hat Super 8 Filme gemacht, die sind dann auch von Amerika Filmteams in den Kommentaren gefilmt und so weiter. Also der Fall ist eigentlich klar und jetzt das Jahr ist er das Buch ganz ziemlich rausgekommen. Er hat einen kolumbianischen amerikanischen Professor, der in Japan lehrt, ein Buch geschrieben und ist jetzt übersetzt auf Deutsch. Aufgrund von der fotografischen Gesetzmäßigkeit wird bewiesen, dass im Hof bei uns die hintersten Leute der 80er Jahre ein 7 Meter grosser Durchmesser, grosses Objekt im Hof in geschwebt ist, oder fotografiert hat. Und das wirklich so ein grosses Objekt war. Also das ist, der Fall ist eigentlich klar, was ihr hier gesehen habt. Kann ich auch noch schnell sagen, sind 3 Objekte. Dass er auch nicht etwas Physisches hat. Die sind beschrieben in diesen Broschüren oder Beiträgen. Die habe ich eigentlich verständlich auf den hier. Es war vor meiner Zeit, bevor ich auf Kinderschulmütter aufgehoben bin, haben sie mal einen Tag betoniert, so einen Stegen. Der oberste Stegen drin war es. Dann haben sie das Werkzeug versorgt. Und haben dann gedacht, sie müssen es jetzt absperren, damit niemand reinsteht und der Betonierer frisch. Und sind sie hergekommen. Und was sieht sie so? Dubu hat da den Fuß hineingehauen. Dann haben sie erst gemerkt, das ist viel zu gross für einen menschlichen Fuß. Mein Fuß ist jetzt mit 43 ist so hoch. Und dann ist aber dann noch einer, die Museerische Freude. Es gibt die Gespräche, sind auch aufgeschrieben dort hin in diesen Büchern. Und die haben gesagt, dass sie in der Lange sind. Er ist 2,48 Meter gross. Und sein Freund, der auch dort oben war, ist 5,20 Meter gross. Also die Ausrede sind wir natürlich in Formen. Und das ist ja klar, es gibt ja immer mehr Menschen. Also das sind so ein bisschen Wüsterli, also das Intermezzo. Du hast dann ein Witz. Da hat es natürlich auch ein Buch mit einer Zyklen-Aussage, die sehr interessant ist, zum Anschauen. Da hat es nochmal ein Foti-Buch. Und aber uns geht es eigentlich in der Ausstellung mehr um den Mythos. Man
bewegt sich in einem Feld, wo man nicht weiß, ist es wahr oder nicht wahr. Und das ist das Untastbare, das Verwirrende, das ist das Faszinierende an dem Ganzen. Das Museum ist ja ein Synonym von einem Tempel, wo man bestimmte Atmosphäre hat. Und in seiner Installation hat der Christian eine Simulation kreiert, wo die Grafiker von Willy Meyer hat geschafft und mit anderen Symbolen, mit seinen Büchern und Schriften. Ja. Und so haben wir eigentlich nur einen kleinen Teil von dem enormen Archiv, weil es gibt ja tausende von Texten und Fotos und Proben und Zeitgenossagen. Und ja, also es ist eine sehr spannende Ausstellung in meinen Augen. Es ist etwas, wo man nicht Alltag sieht, etwas okay. Verrückt und ja, das ist ein bisschen verrückt hier. Das hat mir sehr gut. Danke vielmals, Christian. Danke an euch, dass ihr gekommen seid. Danke Christian Frener und alle, die da mitgeholfen haben, zum das Aufbauen, das Licht, Technik und so weiter. Merci. Und wenn ihr Fragen habt, seid bei mir da. Christian spricht mehr Spanisch, ein bisschen Englisch, wenn ihr ihn etwas fragen wollt. Der Christian-Trainer ist da auch sehr informiert über alles, was Willy Meyer anbelangt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, danke, dass ihr